Fokus fast gerade. Ist der Wagen hinter mir, sieht man die Firma, den R8, ist das alles passend? Ja. Muss ich weiter vor oder zurück? Passt das von der Entfernung? Passt. Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin's wieder, euer Radek vom Workshop. Wir haben, ja, ich sag immer das Gleiche, ne? Wir haben was Feines. Natürlich haben wir das. Wir haben hier einen wunderschönen BMW M3. Na, ist es M3? Ihr wisst es noch nicht. Am besten gehen wir mal ein bisschen nach hinten und schauen uns mal das Auto genau an. Der Umbau von dem Kunden ist sehr hochwertig und geil geworden. Kommt mal mit. Dem echten M3 täuschend ähnlich, oder? Klang ist auch sehr schön. Aber alles andere besprechen wir im Auto, was der Kunde hier verändert hat. Kommt mit. Nun sitzen wir endlich in dem schönen BMW. Das Lenkrad ist natürlich hier geil, ne? Schön dickhappig, Alcantara-Bezug. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde behaupten, ein bisschen Ahnung von Autos habe ich. Wenn ich richtig hingucken würde, dann würde es mir auffallen, dass es kein M3 ist. Aber der ist schon täuschend ähnlich, ey. Das sieht richtig geil aus. Natürlich haben wir auch den Klang dadurch versucht anzupassen, das ist auch gut gelungen. Das machen wir ja gleich. Wir fahren mal zu unserem Spot, wo wir ein bisschen die Klappe mal aufmachen können. Jetzt ist die Klappe gerade geschlossen, wie ihr hört. Hört ihr nichts. Und gleich machen wir mal die ein oder andere schöne Fahrszene, um zu testen, was der Wagen so soundtechnisch drauf hat. Ich bin mir sicher, das wird Knorke. Eckdaten zum Auto. Ist ein 2 Liter Turbo. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel PS der hat. 250 PS hat er. Ja, das schmeckt, das ist schon ordentlich. Wie er gleich beschleunigt, wie er fährt, testen wir gleich. Also bis gleich, mein Lieben. Wir sind jetzt endlich hier, wo wir den Wagen ein bisschen testen können von Lautstärke her. Auf dem Weg hierhin hat der Kunde mir so ein, zwei Tricks gezeigt, wie der Wagen richtig am Knattern ist. Unter speziellen Lasten und bei speziellen Fahrmodi. Ja. Seid ihr bereit für geschlossen? Diesmal werde ich die geschlossenen Aufnahmen natürlich wieder lauter pacen, sprich mehr Gas geben. Ja? Hast du noch? Ja. Was ich natürlich mega geil finde. Hört mal zu. Ja, der jetzt nochmal. Halt mal raus. Hört man das? Ja, schön blubbert. Kannst du mir einen Gefallen tun? Steig mal aus, wir sind da hier im Tunnel. Keine Autos um uns herum. Ich mache mal die Klappe auf und wege mal Gas. Da könnt ihr mal das Geboller euch mal reinziehen. Geh mal dahin. Ja, ich meine, ich habe auch keine Wahl. Ich muss sagen, dass es mega schön klingt, weil ich versuche ja unsere Abgasanlagen zu umwerben. Aber ganz objektiv gesehen, wenn man jetzt, ich denke, das beurteilen müsste, kann man wirklich sagen, das klingt schon rundum sehr grundsolide und schön. Fazit. Im geschlossenen Zustand ist das eine sehr angenehme Geschichte. Du hast keinen Dröhnen im Auto, du hast keine Problematik, gerade bei 80 bis 120. Auf der Autobahn im letzten Gang hast du keinen Dröhnen im Auto. Klappe auf ist natürlich durch das Geblubber sehr, sehr geil. Auch unter Last und wenn du es auch manuell machst, auf Sport drückst und ein bisschen spielst und ein bisschen mehr Ahnung hast und den Wagen öfters fährst und das Gespür auch dafür hast, wie er schaltet, dann ist das eine rundum richtig geile Sache. Dann sind wir nicht nur der Optik, sondern auch dem Klang eines M3 näher. Natürlich kann man das nicht mit einem M3 vergleichen, aber ich glaube, man ist nicht weit entfernt vom Klang. Ist immer eine Geschmackssache. Bitte bedenken, hier haben wir eine Abgasanlage ab Cut gebaut. Das heißt, da ist noch eine Nuance nach oben auf jeden Fall drin.
auch hier haben wir viel Spielraum, was die Individualität der Abgasanlage angeht, weil viele Leute sagen, oder viele Leute, also viele Kommentare lesen wir immer, dass der eine sagt so, nee, mir gefällt das nicht, ich hätte das gerne anders, das ist scheiße, das ist gut. Vergesst nicht, wir machen reine Sonderanfertigung, das heißt, ihr habt auch Mitspracherecht, ihr könnt da wirklich viel mitwirken, dementsprechend auch, wenn der Motor es auch hergibt, ne? Die Vorlage muss natürlich auch vom Motor da sein. Wenn ihr sowas auch haben wollt, dann meldet euch bei uns per E-Mail, persönlich, WhatsApp, sendet uns irgendwelche Signale mit Rauch oder so, keine Ahnung. Kommt am besten vorbei, dann beraten wir euch und dann kriegt ihr eure individuelle Abgasanlage und ich hoffe, dass wir euch da weiterhelfen können. Also in dem Sinne, danke fürs Zuschauen, Peace, euer Radek, bis zum nächsten Mal.